Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wrestler-Profil auf diesem Kanal. Ja, nach langer, langer Zeit ist mal wieder ein Wrestler-Profil dran. Ja, ich hatte lange Zeit keins mehr gemacht, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Das habe ich ja schon öfters erwähnt, warum es nicht kam, deshalb werde ich jetzt nicht hier so genau eingehen. Aber diejenigen, die meine Videos aktiv verfolgen, wissen natürlich, warum nicht so ganz. Und Wrestler-Profil ist halt ein kleines, aufwendiges Projekt, kann man ja sagen. Und da hat man nicht immer die ganze Zeit. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich versuche auch mehr Wrestler-Profile zu machen. Und heute machen wir natürlich weiter. In der letzten Folge habe ich ja Daniel Ryan gemacht. Davor die Folge habe ich ja Connor gemacht. Und eigentlich wollte ich ja direkt darauf Victor machen, aber da ja Daniel Ryan die Karriere beendet hat und ich quasi ein Tribut an ihn zollen wollte, habe ich Daniel Ryan vorgezogen. Ich habe ihn eigentlich später geplant gehabt, aber ich habe dann Daniel Ryan einfach trotzdem vorgezogen, einfach als kleines Tribut an ihn. Habe auch sehr, sehr intensiv über ihn gesprochen, wie man es ja gemerkt hat. Und heute spreche ich über Victor und zwar über Eric Thompson. Man kennt ihn vielleicht auch als Rick Victor bei FCW, da wurde er auch so genannt. Und ist am 4. Dezember 1980 geboren, ist 35 Jahre alt und... Moment. Und kommt aus Calgary, Alberta, Kanada. Ich habe da eine falsche Info, weil mich da gewundert habe, weil ich habe da Boston, Massachusetts stehen, aber da kommt ja Connor her. Deswegen war es eine kleine falsche Info. Und er ist noch, kann man auch sagen, 1,88 Meter groß. Dann, ja, gehen wir direkt zu seiner Karriere. Er war am Anfang beim Hard Dungeon. Da habe ich noch dazu noch einen kleinen interessanten Fakt. Ja, wussten vielleicht manche nicht. Er war im Hard Dungeon. Also einer derjenigen, die das Hard Dungeon absolviert haben. Dann ist er 2008 von der WWE übernommen worden, hat einen Entwicklungsvertrag unterschrieben und war dann am Anfang bei verschiedenen Entwicklungsligen, also zum Beispiel Ohio Valley Wrestling, DSW und so weiter und so fort. Ist dann 2011 auch zur FCW gewesen, hatte da auch einen guten Run, kann man sagen. Er war FCW Tag Team Champion mit Brad Maddox, den kennt man vielleicht noch. In der Fehde mit Ryback kennt man ihn zum Beispiel oder war auch lange Zeit Raw GM. Brad Maddox. Oder Maddox, wie auch immer man ihn sagen will. Dann natürlich auch noch FCW World Heavyweight Champion, das war er auch noch. Oder FCW Heavyweight Champion, oder sagen wir World Heavyweight Champion, ist egal, aber ich denke, ihr versteht, was ich sagen wollte. Er war FCW World Champion und genau. Danach, 2012, war er dann auch bei NXT, hatte dann einen kleinen Singles Run gehabt. Kann man sagen, gegen mehrere Leute, wie zum Beispiel gegen Seth Rollins, den damaligen NXT-Champion. Und wurde dann später auch nicht mehr zum Singles, sondern war dann auch im Tag-Team-Bereich. Und zwar war er mit Connor unterwegs als die Ascension. Damals gab es die Ascension ja schon, aber dadurch, dass halt der ehemalige Ascension-Member halt ja Scheiße gebaut hat, ist quasi Ascension wiederbelebt worden, aber diesmal mit Victor. Wurde auch jetzt mittlerweile auch Victor genannt, kann man sagen. Also man hat den Vornamen quasi weggelassen, genauso wie bei Connor, weil er ja damals Connor O'Brien genannt, jetzt heißt er nur noch Connor, kann man ja sagen. Und ja, man muss sagen, NXT, also beziehungsweise bei NXT hatte Connor einen richtig starken Run gehabt als Tag Team mit Connor, also die Ascension. Und zwar wurden sie im 2013 im September NXT Tag Team Champions und waren es auch für eine lange Zeit. Verloren die Titel auch an die Lucha Dragons bei NXT Takeover Fatal 4-Way. Also relativ spät, kann man ja sagen, im Jahre 2014. Danach hatten sie noch eine Fehde gehabt mit Hideo Itami und Finn Balor, haben aber diese Fehde verloren, kann man sagen. Und am 29.12.2014 gaben sie ihr Main Roster Debüt bei Raw in einem Tag Team Match mit The Miz und Damien Mistow damals noch, also Sandow, aber damals noch Mistow genannt. Und zwar wollte The Miz und Damien Sandow ein Tag Team Rückmatch haben, die waren ja Tag Team Champions und wollten ein Rückmatch haben, haben gesagt, aber die kriegen kein Rückmatch, sondern nur ein Tag Team Champion, Tag Team Match. Und das war halt die Ascension. Die Ascension haben das Match gewonnen, hatten danach auch Squash Matches gehabt, hatten zum Beispiel beim Royal Rumble noch ein Match gegen die Ascension gehabt. Aber danach, kann man sagen, sind sie in die Bedeutungslosigkeit verschwunden, hatten oder haben immer noch Matches ab und zu mal, aber ohne Relevanz oder beziehungsweise verlieren die Matches. Also man kann sagen, sie wurden am Anfang stark präsentiert, hatten dann aber keine guten Aufbau gehabt, wie zum Beispiel den Squash-Matches. Bei dem Rumble-Match, kann man sagen, hat man die Hoffnung gehabt, dass man eventuell was mit dem aufbaut, aber dann wurden sie halt komplett
in die Irrelevanz verpachtet oder ins Darkhorse, wie auch immer. Also auf jeden Fall waren sie nicht mehr relevant. So viel zur Karriere von Victor, ist eigentlich bis heute noch so geblieben, leider. Was kann man zum Besonderen sagen zu Victor? Und zwar war er einer der letzten Absolventen des Hard Dungeon. Ich habe ja erzählt, dass er beim Hard Dungeon war, aber er war einer der letzten Absolventen des Hard Dungeons. Dann war er natürlich, wie Connors auch selber ist, die längsten NXT Champions aller Zeit mit 364 Tagen, also fast ein Jahr. Fehlt natürlich ein Tag, oder wir sagen einfach, komm, ein Jahr war er Tag Team Champion, was auch schon sehr, sehr lang ist, kann man sagen. Also NXT Tag Team Champions. Und natürlich das Gimmick, was sie damals hatten. Damals hatten sie so ein Gimmick gehabt, was so ähnelt. Man kann sagen, sie hätten auch eigentlich als Helfer des Undertakers gelten können. Weil sie halt damals, ja, die Ringkleidung des Undertakers, das Licht des Undertakers, die Kleidung vom Undertaker teilweise hatten, haben sie das mittlerweile geändert bekommen, alles wegbekommen. Was ich sehr, sehr schade fand, muss ich sagen. Aber ich fand die Ascension bei NXT super. Und so weiter und so fort. Und ja, das Gimmick hat man teilweise bei Raw weggenommen, kann man sagen. Und sie sind auch, man kann noch ganz kurz nebenbei erwähnen, sie sind zwar bei NXT teilweise zurückgekehrt, aber halt nur, um andere Leute overzubringen, wie zum Beispiel Jason Sonnencheck, Chad Gable, oder wie zum Beispiel gegen die aktuellen Tag Team Champions, also mit Dash und Dawson. Solche Sachen halt, dass sie diese Leute overgebracht haben, also seitdem sie immer wieder zu NXT zurückkehren, werden sie halt zwar immer abgefeiert, aber verlieren halt auch, aber man muss sagen, je öfter sie zurückkommen, umso weniger werden sie abgefeiert, weil sie halt, oder weil die Fans einfach wissen, okay, sie werden halt verlieren. Und deshalb ist es nicht mehr so geil. Aber gut, so viel dazu zum Gimmick. Dann Titel. Was hat er für Titel gewonnen? Er war NXT Tag Team Champion, habe ich auch schon mal erwähnt. Zweimal FCW World Heavyweight Champion. Habe ich auch schon, kann man sagen. Und natürlich noch FCW Tag Team Champion mit Brad Maddox. Er hat auch in verschiedenen Indie, beziehungsweise in den Development liegen auch noch Titel gewonnen, kann man sagen. Also Tag Team Titles größtenteils. Aber ich wollte jetzt nicht so viel erwähnen, sondern einfach nur die wichtigsten Titel, kann man sagen. Und das, denke ich mal, ist sehr gut zusammengefasst, würde ich mal sagen. Und meine Meinung zu ihm. Ich finde es schade, wie man mit Victor umgeht, weil ich finde ihn als Tag Team Wrestler eigentlich gut, muss ich sagen. Also Mike Wirk finde ich nicht gut. Also ich finde es genauso gut wie Connor. Ich muss auch sagen, ich betrachte ihn auch fast wie Connor. Also ich finde ihn von komplett, wenn ich so ganz bewerte, auch fast wie Connor, muss ich sagen. Deshalb werden die Bewertungen wahrscheinlich auch so sehr, sehr ähnlich sein. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde die Ascension als Tag Team, wenn man überlegt, wie die bei NXT waren, super. Sie waren echt cool, ich habe sie echt gerne gesehen und fand sie super. Was man aber mit denen aus im Main Roster gemacht hat, ist natürlich totaler Scheiß. Kann man ganz klar sagen. Und ich kenne ja einen Champion hier bei meinem Video, der sehr, sehr traurig ist, wie die Ascension eingesetzt werden. War ja auch sauer darüber, dass ich ihn auch teilweise in den Matches gegen die angetreten bin, aber das ist natürlich, ich mache einfach Zufall. Und so weiter und fort, aber jetzt, ja, kann man sagen, ich habe nichts gegen ihn. Lieber Champ, ne? Nee, aber wie gesagt, also ich finde Connor, wie gesagt, Connor sage ich schon, Victor eigentlich gut. Finde es schade, was man mit denen macht, generell das Tag Team Ascension, was man denen macht, das haben sie nicht verdient, dass sie so gedepusht werden. Die hätten eigentlich auch mal eine Chance auf einen Tag Team Title kriegen können. Sie hätten man einfach perfekt aufbauen können, hätte man die damals, als sie halt damals gegen debütiert sind, direkt gegen die Tag Team Champions antreten können. Waren, glaube ich, sogar die Usos zu dem Zeitpunkt, kann das sein. Direkt da einsetzen können, Tag Team Title gewinnen können, Relevanz gehen können, geile Fäden aufbauen können. Das hätte man alles mit der Ascension machen können. Das hat auch super funktioniert, meiner Meinung nach. Hat man leider nicht gemacht, schade. Aber wie gesagt, ich hoffe, man macht noch was Gutes mit denen, weil das wäre ein bisschen schade für die, weil die wirklich ein gutes Tag-Team sind. Ich würde sagen, beide würden jetzt keinen Singles-Run kriegen, also einen guten, weil ich finde die dafür Mike war viel zu schlecht, muss ich sagen. Also ich finde sie nicht gut am Mike. Aber so vom wrestlerischen Sinn finde ich die gar nicht so schlecht. Deshalb würde ich sagen, als Tag-Team würden die super funktionieren. Mit dieser funktionieren super. Man muss sagen, man kann mit denen mehr machen, aber... Nun gut, das ist meine Meinung. Schreibt natürlich auch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Victor? Und in der nächsten Folge reden wir dann wieder über einen Wrestler. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich wieder ein Wrestler-Profil zu machen, aber ja, wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch und versuche halt mein Bestes. Genau, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.